der Waage hat sich schon relativ schnell was getan. Hab schnell reingefunden und dann meine Routine entwickelt. Ich bin viel selbstbewusster geworden, muss ich sagen. Andere Kleidungsgrößen zu tragen. Man kriegt auch Familie und Freunden zu hören, boah, hast du abgenommen, oh, sind hier schon wieder irgendwie 5 Kilo weniger und so. Es gibt dann eine totale Motivation. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ich bin hier mit der lieben Lara. Die Lara besucht uns heute im Büro und sie hat eine sehr krasse Reise hinter sich. Und zwar insgesamt von 120 auf ungefähr 85 Kilo abgenommen, also 35 Kilo. Und hat eine sehr, sehr krasse Story mit 35 Kilo Abnahme. Und wir verraten in diesem Video mal genau, wie das Ganze begonnen hat, wie wir das geschafft haben, 35 Kilo abzunehmen mit allem drum und dran. Deswegen würde ich sagen, Lara, herzlich willkommen. Cool, dass du hier bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich war gerade mit der Lara schon eine Runde draußen spazieren, weil wir sehr schönes Wetter haben. Wir haben da schon eine kleine Bürotour gegeben. Was sagst du zum Büro hier? Riesig und sehr, sehr schön. Sehr gut. Das muss so sein. Wir haben zum Glück heute relativ schönes Wetter. Und ja, du hast insgesamt 35 Kilo abgenommen. Ja. Du kannst dir mal kurz vorstellen, wer bist du so, was machst du so? Genau, also ich bin Lara, 22 und ich studiere momentan und habe jetzt ja vor einem Jahr ungefähr angefangen, also Ende 2021 und ja, bin jetzt hier dabei. Okay, wie hast du angefangen genau? Also, wir haben ja gerade schon gesagt, okay, wie viel hast du gewogen, wie war deine Situation, so beschreib mal. Ja, also ich hatte ein sehr hohes Gewicht, 120 tatsächlich. Ja, ich habe vieles probiert, viele Diäten und nichts hat wirklich funktioniert. Ja. Okay, was ist alles für Diäten ausprobiert? Boah, ich kann es gar nicht mehr alles aufzählen, also Low Carb und sowas. Ich habe auch oft gedacht, so man muss hungern, einfach um abzunehmen, aber natürlich hat sich dann rausgestellt, dass es nicht so ist. Ja. Okay, wie lange, wir haben eben schon mal oben in der Küche auch ein bisschen darüber gesprochen, wie lange hast du insgesamt, sag ich mal, auf dem Gewicht so hängen geblieben, bevor du warst und sowas? Auf jeden Fall schon mehrere Jahre. Also es hat immer sehr geschwankt, mein Gewicht, aber okay. Ja, schon sehr lange. Okay, ja, das ist natürlich frustrierend. Das heißt, es ging auch, du hast glaube ich erzählt, auch, es ging immer so ein bisschen mehr nach oben, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hatte auch mal ein niedriges Gewicht und das ging dann aber immer weiter nach oben einfach. Ja, was war der Grund, wie sich das eingeschlichen hat so? Ich hatte meine Ernährung einfach nicht im Griff. Ne? Ich hatte einfach keine Routine drin. Ich hatte oft so Essanfälle, wo ich einfach alles in mich reingestopft habe. Genau. Okay. Ja, das ist natürlich mit so Essanfällen eine blöde Sache. Das heißt, du wolltest aber schon, sag ich mal, wolltest schon abnehmen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Auf jeden Fall, ich wollte abnehmen und ich hatte auch immer den Ehrgeiz, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Okay. Was würdest du sagen, was waren so damals, ich sag mal so, die größten Probleme, die dich abgehalten haben, davon abzunehmen? Warum hast du es allein damals nicht geschafft? Weil ich meine, theoretisch, man weiß ja, jo, gesund ernähren, viel Sport machen, was waren so deine Probleme, weswegen es nicht geklappt hat? Ich hatte niemanden, der so da drauf geguckt hat und auch mal gesagt hat, so, ja, das und das musst du vielleicht noch ein bisschen anpassen, da kannst du dich noch verbessern, da musst du vielleicht mal mehr drauf achten. Das hat mir einfach total gefehlt. Mhm, okay. Und dann, wie bist du so damals auf mich vielleicht, auf die Firma C Coach, ich glaube, das Coaching, wie bist du damals aufmerksam geworden? Wie kam das so? Durch Sarah. Also ich habe sie damals... Meine Verlobte, Freundin. Ja. Ich habe sie damals auf YouTube entdeckt und habe mir ihre Videos angeschaut, wo sie auch Rezepte und sowas gezeigt hat. Das hat mich ja schon immer so inspiriert, auch mal irgendwie gesund mich zu ernähren und mal was Neues auszuprobieren. Und dadurch bin ich dann... Ja, okay. Wenn man bei Sarah auf Kanal ist, dann kommt man unweigerlich auf mich auch. Stimmt. Okay. Und was war so der Grund, weswegen du gesagt hast, boah, okay, jetzt reicht's mir, jetzt mache ich es mit dem Coaching? Also natürlich, weil ich so ein hohes Gewicht hatte. Ich hatte Angst, dass es irgendwie auch mal irgendwann meine Gesundheit beeinträchtigt. Genau. Okay. Mhm. Ja, ist Gesundheit ein wichtiger Punkt. Ja. Und dann hast du quasi ein Erstgespräch bei uns gemacht. Wie war das so, das Erstgespräch für dich? Also ich war sehr aufgeregt vorher, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, aber es war total locker und hat mir so ein bisschen meine Angst genommen. Ja, ist ja quasi am Telefon 15 Minuten, 20 Minuten kurzes Gespräch, um mal grundsätzlich zu schauen, ne? da beißt auch keiner. Ne? Mhm. Okay, und dann hast du das Beratungsgespräch, mit wem hattest du das? Hattest du das mit mir oder mit dem anderen Kollegen? Mit dir. Mit mir, okay. Sehr gut, das war schon ein bisschen her, deswegen kann ich mich daran erinnern. Wie hast du das so wahrgenommen? Ich war wieder sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also es war natürlich was komplett Neues, aber war total locker und mir wurde alles erklärt, wie das so vorgeht, was auf mich zukommt. Ja, in einem Beratungsgespräch ist es so, das kann man sich wohl vorstellen,
Das findet in der Regel über Videochat statt, ne, dass man mal schaut, okay, was sind vielleicht noch so die Stellschrauben, an denen man drehen müsste, um halt was zu verändern. Ne? Bei dir war es zum Beispiel so, es war noch nicht die richtige Struktur drin, keine rote Fahnenernährung drin, mit allem drum und dran. Das sind so Sachen, wo man dann checken kann, okay, daran dann liegt es vielleicht noch. Genau. Ne? Und dann bist du ins Coaching reingekommen. Du hast gezählt, 120 Kilo hast du gestartet. Wie war das so am Anfang mit dem Coaching für dich? Wie kam das so rein? Was waren vielleicht so die Sachen, wie hat das so auf dich gewirkt am Anfang? Es war natürlich erstmal eine komplette Umstellung, einfach ernährungstechnisch und auch einfach sporttechnisch und mehr Bewegung. Also es war was komplett anderes, also ich war das gar nicht gewohnt, aber habe schnell reingefunden und dann eine Routine entwickelt für mich. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut. Und dann 120 gestartet. Wie lange hat es gedauert, bis du die ersten Erfolge gesehen hast? Es ging relativ schnell, muss ich sagen. Ja. Also jetzt nicht unbedingt im Spiegel, aber auf der Waage hat sich schon relativ schnell was getan, ja. Okay, heißt, wie viel Kilo ging so in den ersten 2-3 Wochen runter? Boah, das kann ich so gar nicht sagen. Plus, minus ungefähr. Also es waren schon vielleicht 5 Kilo oder so. 5 Kilo. Ging schon relativ schnell, ja. 5 Kilo in 2-3 Wochen? Ist auch schon nicht schlecht, oder? Ja, obwohl ich, also ungefähr. Ja, aber ich würde auch mal sagen, ich meine, ich erinnere mich auch so 5 Kilo ungefähr, so 4-5 Kilo. Manche Leute sagen ja, man kann maximal in einer Woche maximal irgendwie ein halbes Kilo verlieren. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Nee. Ne? Ja. Oder manche Leute sagen, hey, man sieht erst nach 5 Wochen, vielleicht 6 Wochen die ersten Erfolge. Ne? Aber es ist schon gut, okay. Ja, sehr gut. Und jetzt hast du insgesamt innerhalb von Ende letzten Jahres insgesamt 35 Kilo abgenommen, von 120 auf 85. Was würdest du sagen, was hat sich so am meisten jetzt so positiv in deinem Leben verändert? Ich bin viel selbstbewusster geworden, muss ich sagen. Also das hat mir total viel Selbstbewusstsein gegeben, einfach andere Kleidungsgrößen zu tragen. Man kriegt auch das immer von Familie und Freunden zu hören, boah, hast du abgenommen, oh, sind ja schon wieder irgendwie 5 Kilo weniger und so. Das gibt einem total Motivation und ja. Geil. Ja, ich meine, 35 Kilo ist natürlich auch eine Hausnummer. Mhm. Ja, geile Sache. Und hast du auch klamottentechnisch einiges gemerkt? So? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also meine alten Klamotten kann ich gar nicht mehr tragen. Ist mir alles viel zu groß und alte Klamotten passen mir wieder. Das ist natürlich geil. Ja, ich meine, 35 Kilo ist auch heftig so. Ja. Ich meine, ich hatte auch eben, als wir kurz darüber geredet haben, hatte ich auch das Beispiel genannt, wie so ein Rucksack, den man anhat quasi, der 35 Kilo wiegt. Stell dir vor, du würdest jetzt einen Rucksack anziehen mit 35 Kilo. Das ist extrem heftig. Das ist krass, ja. Hättest du vor einem halben Jahr oder Anfang dieses Jahres gedacht, dass du es schaffst, dieses Jahr noch 35 Kilo abzunehmen? Niemals. Also einfach durch diese ganze Erfahrung, die ich jetzt schon gesammelt habe und die auch schlecht war, hätte ich es nicht gedacht. Nee. Ja, okay. Das ist krass. Ja, ich meine, 35 Kilo ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Okay, und was würdest du sagen, jetzt abhängig vielleicht auch von, wenn du jetzt in den Spiegel schaust, was hat sich so am meisten positiv verändert, so vom körperlichen? Am meisten der Bauch, muss ich sagen. Das war auch immer meine größte Problemzone und da hat sich auch am meisten getan. Mhm. Okay, sehr gut. Bauch, was noch außer Bauch vielleicht? Also eigentlich alles. Also schon alles, aber ich würde sagen auf jeden Fall am meisten der Bauch. Beine sind schlanker geworden. Insgesamt mein Oberkörper ist einfach viel schlanker geworden. Ja. Und auch mein Gesicht, das ist mir auch... Ich habe mir letztens noch ein Bild von einem Jahr angeguckt und da war ich echt geschockt. Und so ein richtig rundes Gesicht. Und, ja, geil. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich hätte dich gerne gesehen halt am Anfang des Coachings. Ja. Ne? Wenn wir uns immer treffen müssen, dann hätte ich diese Person auch den Unterschied sehen müssen. Mhm. Du hast auch eben erzählt, dass, sag ich mal, deine Eltern oder deine Familie, wenn du zum Beispiel, sag ich mal, eine entfernte Familie oder Freunde länger nicht mehr gesehen hast, dich schon länger sehen, was ist so die Reaktion von denen immer so? Das ist echt... Boah, heftig, du bist ja viel dünner geworden, du hast ja total abgenommen. Wie hast du das geschafft? Wie hast du das gemacht? Ja. Geil. Ja, feiere ich auf jeden Fall. Als wir eben auch darüber gesprochen haben, hast du auch so ein bisschen erzählt, dass du bevor wir mit dem Coach angefangen haben, an einem Punkt warst, wo du selber irgendwann auch so gezweifelt hast, dass es für dich überhaupt möglich war. Ja, was ging da so durch deinen Kopf? Also wie kam das so, dass du irgendwann auch gesagt hast, hey, vielleicht kann ich einfach nicht abnehmen. Wie kam das so und was ging so durch deinen Kopf? Mhm. Einfach, weil ich schon so viele Sachen probiert hatte und es nie geklappt hatte, dachte ich irgendwann so, vielleicht bin ich einfach nicht ehrgeizig genug. Vielleicht ist es einfach nichts für mich. Vielleicht bin ich nicht diszipliniert genug. Ne? Mhm. Es waren einfach Gedanken, die da durch meinen Kopf gingen. Das ist auch so der Punkt. Es kommen erfahrungsgemäß einige Interessenten zu uns, die noch nicht im Coaching drin sind und die sagen so, hey, ich sehe die ganzen Erfolge. Die sehen jetzt zum Beispiel auch das Interview mit dir, sehen, hey, die Lara hat 35 Kilo abgenommen, das will ich auch, ich bin vielleicht in der gleichen Situation, aber sagen dann, hey, ich glaube nicht, dass es für mich machbar ist, weil ich habe ja schon so viel probiert. Ich probiere es schon seit Jahren, habe alle Diäten schon ausprobiert, für mich ist es nichts oder ich kann es nicht schaffen, generell abzunehmen. Und deswegen wird es wahrscheinlich mit dem Coaching auch nicht klappen. Was würdest du diesen Leuten so sagen? Ich würde sagen, dass ich genau an derselben Stelle war, noch vor einem Jahr und dass es für jeden machbar ist, dass man einfach nur eine...
ja, dass man eine Routine braucht, dass man einfach ein, ja, das, die Ernährung und alles, das muss einfach speziell auf einen abgestimmt sein und dann klappt das auch für jeden. Ja, es gibt ja echt viele Leute, die denken halt, sie sind irgendwie eine Ausnahme. Mhm. Ne, dass es für sie nicht möglich wäre, weil viel zu tun, viel beschäftigt, haben schon viel ausprobiert, sind vielleicht keine richtige Sportskanone, können nicht viel Sport machen. Ich sag mal so, musst du jetzt viel Sport machen? Nee, ja. Tatsächlich nicht. Viele denken jetzt, die hat 35 abgenommen, das heißt, wahrscheinlich warst du jeden Tag eine Stunde joggen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Hast du generell viel Sport gemacht? Jetzt abgesehen von, du hast viel bewegt, ne? viel Schritte zum Beispiel gemacht, aber hast du viel Sport gemacht? Mhm. Viermal die Woche oder so 3 bis 4 Mal die Woche habe ich Übungen gemacht und ja, ansonsten einfach nur viel Bewegung. Ja, ja, aber wie oft warst du joggen? Nie, nicht einmal. Okay, wie oft warst du irgendwie, keine Ahnung, Sprinten, High Intensity, wie viel Pamela Reifuck hast du gemacht? Auch nicht einmal. Ja, okay, das ist alles nicht unbedingt so notwendig. Ja, sehr geil, das heißt 35 Kilo insgesamt schon abgenommen, ne? Und es geht ja noch weiter. Ne? Das heißt, Ziele hast du ja noch, wo willst du noch hin? Ich würde gerne nochmal so um die 30 Kilo abnehmen. Um die 30 Kilo, das heißt, was wäre das Raumgewicht für dich? So 60. So 60, ne? Das heißt, von 120 auf 60. Sehr quasi halbiert und das ist absolut machbar. Ne, absolut realistisch. Du hast jetzt im Coaching schon 35 Kilo abgenommen, jetzt sind es noch 30 und es lief jetzt extrem easy. Ne? Wir haben viele Wochen gehabt. Wie viel ging so meistens in der Woche runter? So 700 Gramm würde ich sagen. Ja, 700 Gramm, manchmal ein Kilo. Das variiert immer. Ja. Ist absolut machbar, ne? Richtig krasse Sache. Wenn du so jetzt das Coaching mal rückblickend betrachtest, du bist ja immer noch im Coaching drin, was waren so Sachen oder was sind so Sachen, die dir mit dem Coaching am meisten geholfen haben? Was hat dir am meisten angefallen? Dass ich eine Routine bekommen habe, ich habe einfach einen Alltag, so ich weiß, so viel muss ich essen, das muss ich essen oder um die Uhrzeit esse ich zu Abend und auch einfach, dass da Leute dahinter stecken, die mir einfach, immer wenn ich Fragen habe, sind die immer zur Stelle und helfen mir und unterstützen mich, ja. Sehr geil. In den Gesprächen so mit mir, was hat dir da so am meisten geholfen? Puh, auf jeden Fall, wenn ich mal eine Zeit hatte, dass ich irgendwie dachte so, oh, ich habe nicht so viel Motivation, dass du mir dann Motivation gegeben hast wieder. Ja. Mhm. Geil. Ja, das ist eine wichtige Sache. Ne? Das ist mega. Es hat sich auch, auch eben schon darüber geredet, nicht nur körperlich einiges getan, sondern auch, sag ich mal, von der inneren Einstellung, so Mindset-mäßig. Was würdest du sagen, was hat sich da so am meisten positiv getan? Ich denke jetzt nicht mal, dass man hungern muss fürs Abnehmen. Das war so das Krasseste und einfach, dass ich jetzt weiß, es funktioniert für mich. Ja. Sehr geil. Ja, finde ich doch mega. Und es ist ja, wie gesagt, gerade ist der Anfang, du hast schon sehr große Ziele, du auf jeden Fall, das heißt große Ziele, aber die Ziele, die du noch hast, und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die auf jeden Fall erreichen werden. Erst im Nachhinein betrachtet. Es gibt viele, die schauen sich das an, sehen die Erfolge, die wir posten, sehen die Teilnehmer, sehen auch vielleicht dich dann, denken, hey, krasses Ergebnis und denken sich so, ja, das muss doch bestimmt extrem schwer gewesen sein. Extrem viel Zeit, Energie, Nerven, sauschwer. Was würdest du im Nachhinein, war es wirklich so schwer, wie man denkt oder was ist deine Erfahrung? Es gibt natürlich immer Zeiten, in denen es nicht so einfach ist wie sonst, aber ansonsten, wenn man erstmal drin ist, wenn man eine Routine drin hat, dann läuft das einfach. Ne? Dann ist es wie automatisch. Ich weiß, dass ich abnehmen werde und das ist es einfach. Ja. Coole Sache. Was würdest du sagen, welchen Leuten würdest du das Coaching so generell empfehlen? Jemand, der abnehmen will, egal ob es jetzt nur 10 Kilo sind, ob es mehr ist, egal wie viel man abnehmen will, es kann für jeden was sein, ja. Auf jeden Fall, egal was das Ziel ist. Auf jeden Fall, Lara, mega Transformation, die du erreicht hast, mega Vor-Nach-Ergebnis. Wir sind auch stolz auf dich. Danke. Ne, du hast super durchgezogen, muss man sich selber auch mal auf die Schulter klopfen. Mhm. Ne, von daher, auch so große Ziele, die du auf jeden Fall sicher erreichen wirst. Da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Potenzial ist auf jeden Fall noch da. Mhm. Wenn du jetzt da draußen sagst, hey, du willst auch abnehmen, das heißt, du willst auch, sag ich mal, Bauchfett loswerden, fitter werden, abnehmen, dann können wir dir gerne auch dabei helfen. Deswegen solltest du dich jetzt gerne mal auch, wie die Lara damals, kostenlos mal für ein Erstgespräch bei uns werben. Klick gerne mal unter dieses Video auf den Link www.henryzelt.com. Mach gerne einen Termin aus für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich oder mit Experten mit meinem Team. Ist halb so wild, ne? Ja. Auf jeden Fall. Weiß keiner, ne? Da schauen wir, wo du stehst, was dein Ziel ist und ob wir dir helfen können. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Deswegen mach gerne das kostenlose Erstgespräch. Ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Dein Henry und deine Lara. Bis zum nächsten Mal. Ciao.